Geschlossene Jalousien beim ambulanten Pflegedienst Ariadne, auch wenn spätestens bei der Paketzustellung klar wird, dass das Büro durchaus besetzt ist. Mehr als 100 Polizisten hatten am Donnerstagmorgen die Geschäftsstelle in Spandau sowie 29 Wohnungen in Berlin und Brandenburg durchsucht. Der Verdacht: Pflegebetrug. Wir ermitteln seit längerer Zeit in dieser Angelegenheit wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen, bandenmäßigen Abrechnungsbetruges. Konkret geht es um einen Pflegedienst, der im Verdacht steht, in großem Umfang betrügerisch tätig gewesen zu sein. Die Ermittlungen richten sich gegen 8 Beschuldigte, Pflegerinnen des Pflegedienstes und die Hauptbeschuldigten, die Hauptverantwortlichen, in erster Linie eine 41-jährige Frau, ihre Mutter und ihre Schwester. Und den Personen wird vorgeworfen, betrügerisch abgerechnet zu haben. Konkret sind nach unseren Ermittlungen die Abläufe folgendermaßen geschehen. Entweder sind die Leistungen gar nicht oder nur teilweise erbracht worden, aber entsprechend quittiert worden von den Patienten. Die Patienten haben dann entsprechend Provisionen, sogenannte Kickback-Zahlungen erhalten, also mitgewirkt an dem betrügerischen Vorgehen. Teilweise sind auch Unterlagen nach unseren Erkenntnissen verfälscht worden, eben unter Grundlage von Abrechnungen gemacht worden. In verschiedenen Konstellationen sind die Beschuldigten hier vorgegangen. Wir gehen von einem erheblichen Schaden aus, über 800.000 Euro, haben entsprechend auch einen Arrest beantragt bekommen. Es gibt einen entsprechenden Beschluss, den wir gestern vollstreckt haben. Die Hauptbeschuldigte ist aufgrund eines Haftbefehls wegen eben dieser Betrugstaten verhaftet worden. Und wir haben durchsucht, natürlich bei den Hauptbeschuldigten, aber auch bei den Patienten, zunächst als Zeugen. Die sind für uns als Zeugen wichtig. Wir haben umfangreiche Beweismittel gefunden. In erster Linie natürlich kistenweise Unterlagen. Da wird ja immer noch Papier abgerechnet in dem Pflegebereich. Aber auch andere Beweismittel, Wertgegenstände, Schmuck, Chanel, Taschen, Chanel. Und da müssen wir mal gucken, was da auch Konto, zumindest ein Konto ist gefändet worden. Was den Wert angeht, müssen wir gucken. Das muss natürlich erstmal geklärt werden. Das ist noch zu frisch. Und wir haben auch einen Zufallsfund gemacht. Wir haben nämlich Cannabis-Anpflanzungen gefunden bei Patienten. Das ist aber eine gesonderte Geschichte, das ist jetzt nicht hier im Hauptfokus bei den Ermittlungen. Selbstverständlich, hier geht es um den Verdacht des Abrechnungsbetruges und die Ermittlungen laufen natürlich weiter. Was können Sie uns über diesen Pflegedienst sagen? Wir können natürlich nicht viel sagen, wir können nur sagen, es geht um den Bereich Spandau, es geht um einen Pflegedienst, der überwiegend, aber nicht ausschließlich, russischstämmige Menschen gepflegt hat. Auch die Beschuldigten sind ja russischstämmig. Jetzt sollen ja auch die Patienten sozusagen mitgemacht haben bei diesem Betrug. Können Sie das bestätigen? Das kann ich bestätigen, aber da sind natürlich auch die Entwicklungen noch nicht abgeschlossen. Da können noch weitere Patienten hinzukommen. Es besteht der Verdacht, dass die Patienten eben zumindest ja, die Patienten mitgewirkt haben könnten. Und zwar, indem sie einfach Dinge quittiert haben, die tatsächlich nicht passiert sind und dafür auch entsprechende Geldzahlungen bekommen haben. Liegen auch andere Verdachtsfälle gegen andere Pflegedienste vor? Na gut, gegen Pflegedienste wird ja immer wieder ermittelt. Wir haben eine ganze Vielzahl von Ermittlungsverfahren gegen Pflegedienste, in der Regel wegen betrügerischer Abrechnungen, aber natürlich nicht nur. Da kann ich Ihnen jetzt eine abschließende Aufstellung nicht geben. Konkret geht es erstmal um diese Maßnahmen gestern. Das ist ja eine Vielzahl von Durchsuchungsbeschlüssen vollstreckt worden. 115 Polizeibeamte oder Beamte waren im Einsatz. Ich kann Ihnen jetzt keinen Gesamtabriss über sämtliche Ermittlungsverfahren in diesem Komplex geben. Wir haben ja da eine Spezialzuständigkeit für die, sage ich jetzt mal, gewichtigeren Verfahren. Aber es gibt natürlich auch kleinere Abrechnungsbetrügereien, die in verschiedenen Bereichen im Haus hier verfolgt werden. Da können wir natürlich keinen Gesamtüberblick haben. Durch falsche Abrechnungen soll für die Sozialkassen ein beträchtlicher finanzieller Schaden entstehen. Nun, es ist eine Dimension des Betrugs im Bereich der Pflege, der schon einschneidend ist. Man muss sich vorstellen, wir reden davon, dass Menschen zu Hause intensiv betreut werden. Zum Beispiel werden sie durchgehend künstlich beatmet. Ja, das führt dazu, die müssen wirklich intensive pflegerische Leistungen bekommen. Und das bekommen sie in solchen Fällen nicht. Das heißt ganz konkret, statt 24 Stunden Betreuung durch eine Fachkrankenpflege, kommen 3-4 Mal am Tag Hilfskräfte vorbei, die nachschauen, ob alles in Ordnung ist und gehen dann wieder. Und das führt natürlich dazu, dass die Menschen schlecht versorgt sind. Und das und mit dem Hintergrund, dass Kriminelle Geld verdienen wollen, das ist wirklich erschreckend.
Das heißt, welche Vorwürfe genau stehen im Raum? Also einmal, dass die Arbeitszeiten nicht eingehalten werden bzw. verkürzt werden. Es gibt zwei verschiedene Fälle. Das eine ist aus dem Bereich der klassischen Pflegeversicherung, also beispielsweise ein alter Mensch wird zu Hause gepflegt, wird gefüttert, wird gewaschen und dergleichen mehr. Dass so jemand sich künstlich kränker macht, das heißt, der medizinische Dienst kommt zur Kontrolle, schaut, wie krank ist derjenige, welche Pflegestufe braucht er, macht sich eben teilweise in Absprache mit dem Pflegedienst kränker, als er ist, bekommt dadurch eine höhere Pflegestufe. Und dieser Gewinn, der daraus resultiert, den teilen sich dann der Pflegedienst und der Pflegebedürftige. Das ist das eine Thema. Der andere Bereich ist die sogenannte häusliche Krankenpflege. Das sind also Leistungen, die der Arzt verordnet, wo jemand zu Hause zusätzliche Leistungen braucht. Und da gibt es ein Extrembeispiel, was auch jetzt gerade durch die Medien ging, nämlich Leute, die zu Hause durchgehend künstlich beatmet werden. Das sind sogenannte Wachkoma-Patienten. Da reden wir von Beträgen von 20.000 Euro pro Monat, die die Krankenkassen bezahlen. Und da wird viel abgezweigt, eben durch diese betrügerischen Machenschaften. Jetzt sind es erst einmal Vorwürfe. Wurden diese Vorwürfe auch bestätigt? Das heißt, kam es auch schon zu Verurteilungen? Es gab dazu schon Verurteilungen, es gab dazu Untersuchungen. Das Bundeskriminalamt ist seit dem Herbst an dem Thema dran. Das heißt, wir reden nicht nur von abstrakten Verdachtfällen. Wir wissen, dass diese Dinge geschehen. Wie könnte man dagegen besser vorgehen oder wie könnte man das verhindern? Zum einen muss man sich ganz klar machen, dort wird teilweise systematisch betrogen. Das ist eine Frage für die Polizei. Die muss dort ermitteln. Das geht teilweise nur noch wirklich mit typischen Polizeimethoden. Da können die Krankenkassen nicht ran. Was wir aber gerne machen würden, wir würden gerne im Bereich der häuslichen Krankenpflege ein Recht zu bekommen, zu den Leuten nach Hause zu gehen und zu prüfen, ob die Leistungen tatsächlich erbracht werden. Das ist gerade deshalb so wichtig, weil in dem Beispiel von Koma-Patienten, die ja selbst sich gar nicht artikulieren können, die können sich nicht wehren, die Menschen. Und wenn die in solche Fänge geraten, dann wäre es gut und richtig, dass die Krankenkassen dort hineingehen dürften und nachschauen dürften, ist alles in Ordnung. Und das ist im Moment rechtlich leider in vielen Fällen nicht möglich. Das heißt, Sie sprechen jetzt auch unangemeldete Kontrollen an? Wir würden gerne auch im Bereich der häuslichen Krankenpflege A überhaupt kontrollieren dürfen und B auch unangemeldet kontrollieren dürfen. Wie könnte man das sozusagen erzielen? Es müsste im Gesetz eine Klarstellung geben, dass die Krankenkassen immer dann, wenn es um sogenannte häusliche Krankenpflege geht, die auch nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Pflegeversicherung steht, dann eigenständig ein Kontrollrecht bekommen. Die Institutionen dafür gibt es, der medizinische Dienst kann das leisten, er darf es nur heutzutage nicht. Fachanwalt für Strafrecht Philipp Horrer, spezialisiert auf Pflegebetrug, warnt indessen davor, alle Pflegedienste über einen Kamm zu scheren. Doch was ist unter Pflegebetrug aus juristischer Sicht überhaupt zu verstehen? Ja, es kommen immer wieder dieselben Konstellationen vor. Das erste ist der Vorwurf, dass Leistungen abgerechnet worden sind, die aber nicht erbracht worden sein sollen oder nicht so erbracht worden sein sollen. Der zweite Vorwurf geht dahin, dass nicht ausgebildetes Pflegepersonal verwendet worden ist. Sie müssen dazu wissen, dass es bestimmte Bereiche gibt, in denen qualifiziertes Personal eingesetzt werden muss und in dem Moment, wo ich das nicht tue, liegt ein Betrug vor. Eine Konstellation, die in letzter Zeit vermehrt auftaucht, ist die Behauptung, dass eine Person eine Pflegestufe hat, in Wirklichkeit aber noch rüstig sei, mit anderen Worten nicht pflegebedürftig oder nicht so. Was sagen Ihre Erfahrungen? Also welche Konstellationen haben Sie schon gesehen in Ihrem Alltag als Strafverteidiger und ist es auch zu Verurteilungen gekommen? Die Konstellationen, die ich eben besprochen habe, kommen immer wieder vor, das heißt, die wiederholen sich. Ich kann nur aus meiner persönlichen Praxis sprechen und muss dort sagen, dass die ganz, ganz überwiegende, überwältigende Anzahl von Ermittlungsverfahren, die geführt werden, eingestellt werden und zwar ohne Ergebnis, das bedeutet ohne eine Schuldfeststellung. Das heißt, wird dieses Thema auch so ein bisschen hochgekocht, ohne dass aber tatsächlich dem Straftaten zugrunde liegen? Den Anschein hat es. Ich bin relativ unglücklich, was die Presseberichterstattung angeht. Aus meiner Sicht hängt das viel mit Stimmungsmache zusammen.
In der Presse wird immer wieder davon gesprochen, dass es eine große Anzahl von Ermittlungsverfahren gebe. Das mag so sein. Aus meiner Sicht ist es jedoch so, dass Sie einen Vorwurf nur dann machen können, wenn dieser in einem Strafverfahren auch gerichtlich festgestellt worden ist. Und solange das nicht der Fall ist, haben wir in Deutschland immer noch die Unschuldsvermutung. Das heißt, ich bin dann nicht schuld. Und deswegen ist es falsch, aus meiner Sicht, wenn in der Presse das so dargestellt wird, als hätten wir jetzt ein riesenhaftes Problem. Die allermeisten Ermittlungsverfahren werden ohne Schuldfeststellung eingestellt. Das heißt, auch jetzt der Vorwurf gegen russische Pflegedienste, den können Sie nicht bestätigen? Ich kann den aus meiner Praxis in keinem Fall bestätigen und ansonsten verweise ich nur darauf, man sollte sich angucken, wie viele Verfahren sind geführt worden und wie viele Verfahren sind letzten Endes zu Ende gegangen mit einer Schuldfeststellung. Im Übrigen, ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass es mitnichten ein Problem, was nur sogenannte russische Pflegedienste betrifft, wobei sich für mich schon die Frage stellt, was ist ein russischer Pflegedienst, sondern das Problem liegt auch darin, dass im Grunde genommen eine gesamte Branche unter Generalverdacht gestellt wird und das ist aus meiner Sicht hochproblematisch. Gegen den ambulanten Pflegedienst Ariadne laufen die Ermittlungen jedenfalls auf Hochtouren. So blieb die Geschäftsstelle in Spandau am Freitag vorerst geschlossen.